Es gibt eine neue Besucherin in der Fantasy-Welt. Wer wird es sein und wie wird sie empfangen? Ah, was für ein schöner Tag. La 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 la. Hallo, Katie, wie geht's? Hallo, Pinchy. Ich mache Urlaub in der Fantasy-Welt. Ja, Kitty, dann ist das Haus unbeaufsichtigt. Könntest du vielleicht darauf aufpassen? Komm, ich zeig dir alles, was du wissen musst. Katie kommt und macht Urlaub in den Fantasy-Bergen. Oh, Jessie. Wow, ich freue mich. Aber sie ist doch kein Fantasy-Baby. Und was ist das Problem, Bruni? Na, sie kennt unsere Bräuche doch gar nicht. Na, die können wir ihr doch dann zeigen. Hier oben ist das Badezimmer. Es gibt eine Dusche und einen Spiegel. Das ist ein Riesenbadezimmer. Ich habe auch eine Badewanne, aber Duschen spart Wasser. Und einen Aufzug gibt's auch. Ja, genau. Und in der Küche gibt es einen Herd, ein Esszimmer und einen Kühlschrank. Wow, hier gibt's wirklich alles. Wow, was für ein tolles Haus. Katie, du hast so einen guten Geschmack. Das gefällt mir total. Pinchy wird drauf aufpassen. Du könntest helfen. Na sicher. Keine Sorge, Katie. Wir passen auf dein Haus gut auf. Wie aufregend. Sie hat bestimmt was zu erzählen. Was kann ein Baby aus dem Valley? Magie können die nicht, oder? Nein, das stimmt. Aber jedes Baby aus dem Valley hat bestimmte Kenntnisse und ist Profi auf seinem Gebiet. Gib ihr eine Chance, Bruni. Na gut. Katie ist da. Und wie schnell das ging. So funktionieren die magischen Portale. In Sekundenschnelle bist du, wo du sein möchtest. Dieser Ort ist unglaublich. Ich freue mich so, hier zu sein. Warte ab, bis du die Quelle siehst. Die Magic Tears Quelle ist sehr wichtig für unsere Fantasy-Welt. Wenn diese austrocknet, dann würden wir auch alle mit ihr verschwinden. Ja, Wasser ist der Schlüssel zu... Wasser ist der Schlüssel zum Fantasy-Berg, also zu unserer gesamten Welt. Verstehst du? Und auch wenn wir unsere Kräfte nicht nutzen würden, dann würde die Welt auch verschwinden. Wow, und was für Kräfte habt ihr? Ja, also meine Kraft ist... Ich kann alles in Brezen verwandeln. Schau mal. Miam. Und ich in Eiscreme. Das gefällt mir. Ich kann... Es gibt so viel zu sehen. Oh Mann, du unterbrichst mich die ganze Zeit. Komm, Katie, wir zeigen dir alles. Ui, die sind ohne mich gegangen. Da drüben ist der Ausguckturm. Von dem können wir die ganze Welt sehen. Hey, wo ist Bruni? Sie ist bestimmt beim großen Baum. Dort treffen wir uns immer, um Eiscreme und Marshmallows zu naschen. Ah ja, ich liebe alle Eiscremesorten. Was ist Brunis Lieblingssorte? Das wäre Zuckerwolke. Juhu, Eiscreme. Hihi, was für komische Eiscreme. Ich kombiniere sie immer mit Brezeln. Und ich mit noch mehr Eiscreme. Sieht lecker aus. Ja, die sind super lecker. Katie, kannst du irgendwas sehen? Ja, ich kann mein Haus in der Ferne sehen. Das schnellste Auto des Valleys und das coolste. Juhu! Oh nein, Fancy, das Haus, es ist überflutet. Brumm, brumm. Muss ich das jetzt alleine reparieren? Super Pinchy ist da, um das Problem zu lösen. Ja! Gluck, 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 gluck. Wow, wow, das war knapp. Es war sehr schön und ich danke euch, aber ich muss leider nach Hause. Es ist ein super Notfall. Was ist hier passiert? Nix, alles im Lot. Und warum ist alles voller Schaum? Okay, ihr habt mich ertappt. Ich wollte ein Bad nehmen und es ist alles übergeflutet. Und du hast alles ganz allein in Ordnung gebracht. Ja, das stimmt. Ich war sehr mutig. Tut mir leid, dass ich nicht geholfen habe. Ist schon okay. Wollen wir eine Party feiern? Party! Rum, rum! Bruni, was ist los? Aber wir haben sie doch nicht alleine gelassen, Corny. Wir dachten, dass sie mit uns kommt. Ja, Rim. Bruni ist unsere Freundin und wir haben sie sehr lieb. Aber ihr habt mich vergessen. Wie könnten wir dich vergessen? Guck mal, wir haben dir deine Lieblingseiscreme mitgebracht. Zuckerwolke, nur für dich. Das ist meine Lieblingssorte. Danke, dass ihr an mich gedacht habt. Fantasy Magic Tears! Schaut, Herzen! Und Eiscreme.
Als Dankeschön bietet uns der große Baum Früchte an, weil wir alle Probleme gelöst haben. Das ist eine besonders leckere Belohnung. Mir schmeckt nichts so gut wie die Freundschaft mit euch beiden. Hast du es auch schon mal mit Eiscreme probiert? Stimmt, Freundschaft schmeckt besser mit Eiscreme. Der Abend dämmert am verschneiten Berg und Kristall kann einige Wörter nicht aussprechen. Wird sie es hinbekommen? La 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 la, la la. Ich liebe den Winter, Lilly. Und den Sommer nicht? Doch schon, aber im Winter gibt es Schnee. Na, ich weiß nicht, Conny. Ui! Upsi! Conny, hörst du das? Bubul! Iglu! In Blue! Iyo! 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 Genau, Cutie! Jetzt du, Kristall! Iglu! Iglu! Richtig! Iglu auf Englisch heißt Iglu! Das hört sich gleich an! Kuckuck, was macht ihr hier? Ich bringe Kristall ein paar winterliche Wörter bei. Ich liebe den Winter. Winter heißt auf Englisch Winter. Winter. Sehr gut, Conny. Willst du mir bei dem Unterricht behilflich sein? Wow! So viel Schnee. Und was heißt Schnee auf Englisch? Schnack. Nein, es heißt Snow. Snow, Snow. Ihr seid 1A-Schüler. Guckt mal, da sind Bonnie und Pinchy. Hey, na, wie geht's? Wir sind dabei, Englisch zu lernen. Sehr mutig. In dieser bibbernden Kälte? Ja, super kalt. Ich werde mir meine Handschuhe anziehen. Gloves. Was hast du gesagt, Bonnie? Gloves bedeutet auf Deutsch Handschuhe, Christel. Gloves. Richtig. Lass uns gehen. Mir ist so kalt. Okidoki. Ciao, Leute. Und wärmt euch auf. Was heißt Schal auf Englisch? Oh, das ist ganz einfach. Schal heißt Scarf. 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 Würdet ihr den Unterricht bei mir zu Hause im Iglu fortsetzen? Oh, total gerne. Aber Lilly und ich, wir müssen jetzt leider los. Och nö, ihr geht? Ganz ruhig, Kristall. Ich bleibe hier. Pass mal auf, wir werden einen tollen Nachmittag zusammen in deinem Iglu verbringen. Wow, ich liebe dein Iglu. Danke, ich habe ein Wohnzimmer, einen Fernseher, Bücher und sogar einen Ausguck. Probier einen Keks, Kristall. Kekse auf Englisch heißt Cookies. Cookies. Super lecker, deine Cookies. Heute haben wir so viel gelernt. Ja, total. Aber ob ich mir alles merken kann? Da weiß ich eine Lösung. Du kannst dir bestimmt alles merken, wenn wir es in ein Lied verpacken. A, B, C, D, E, F, G. So lerne ich Englisch easy. Um sich ständig zu bessern, lerne ich täglich sehr, sehr gern. Winter heißt Winter, Shine heißt Glow, Iglu heißt Iglu. Was kennst du denn noch? Iglu heißt Iglu, was kennst du denn noch? So macht's noch viel mehr Spaß, oder? Total, ich liebe den heutigen Unterricht. Und jetzt gehen wir spielen im Snow? Ja, auf geht's. Ab in den Schnee. Yippie! Juhu! La la la, la la la, la 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 la. Ihr habt aber Spaß. Snowboardfahren macht so viel Spaß. Seht, mein Schneemann. Hi, Mr. Snowman. Wie clever, denn Schneemann auf Englisch heißt Snowman. Ich habe heute auch viel bei Loretta gelernt. Hachi! Oh, hast du dich erkältet?
Oh, Kristall, du erkältest dich. Hatschi! Ich will mich aber nicht erkälten. Aber kalt ist mir schon und ich glaube, ich habe Fieber. Das beste Heilmittel gegen Kälte ist Wärme. Hast du mich eingepackt? Ja, genau. Und hier heiße Milch mit Honig, um dich auch von innen zu wärmen. Lecker! Ich fühle mich schon so viel besser. Super. Schön, dass es dir besser geht. Danke, Lilly, dass du dich um mich gekümmert hast. Danke, dass du mich geheilt hast, Schnief. Den Schnee. Ja, ich war. Oi! Was für ein herrlicher Tag! Aber in der Ferne zieht ein Sturm auf und eins der Babys ist verschollen. Kannst du uns helfen, es zu finden? Was für ein herrlicher Tag, oder? Du hast vollkommen recht, Koali. Mich kriegen hier keine 10 Pferde weg. Ich kann an meiner Milchflasche nuckeln, während ich mich sonne. Das ist wunderbar. Ja, Cutie, die Sonne ist wunderbar. Wusstest du, dass die Sonne ein Stern ist? Die Sterne sieht man doch nur bei Nacht. Ja, aber nicht die Sonne. So hat es mir Wandy erzählt. Sie meinte auch, dass die Sonne sehr alt ist. Über 400 Millionen Jahre alt. Wow! Ich könnte nicht mal bis 400 Millionen zählen. Das würde ja auch gar nicht gehen. Wenn du bis 400 Millionen zählen würdest, dann wärst du ja dein ganzes Leben lang beschäftigt. Guten Morgen! Guten Morgen, Lila! Hallo, Lady! Wo geht ihr denn hin? Zur beflügelten Nachbarschaft. Ja, Tuka und Nelly weihen euch ein. Na dann, bis später. Wie mysteriös. Was passiert denn heute Nachmittag? Guten Morgen. Lady hat gesagt, ihr zwei habt uns was zu erzählen. Heute Nachmittag feiern wir ein Fest in der beflügelten Nachbarschaft. Und ihr seid alle herzlichst eingeladen. Super cool. Der Grill, der steht schon. Und wir werden Gemüse brutzeln. Ich habe sogar einen Jacuzzi. Wow, mega. Dann gehe ich jetzt in den Wald Blumen pflücken. Und die bringe ich dann mit zur Party. Großartig. Dann bis später. Jetzt sind wir zwei wieder alleine. Nicht mehr lang. Hier kommt Patty. Was für ein klasse Tag. Ja, voll. Möchtest du in meinem Karawan eine Spazierfahrt machen? Nein, Cutie. Ein Karawan ist... Was ist ein Karawan? Ich weiß. Ein Haus auf Rädern. Ganz genau. Wollen wir eine Spritztour machen? Mal sehen, was ich so entdecke. Oh, Lulu, was treibt dich denn so tief in den Wald hinein? Ich sammle Blumen. Guck mal, wie schön die alle sind. Was meinst du? Regen? Ich hab Angst. Dein Karawan hat 4 Räder, genau wie mein Skateboard. Aber auf deinem Skateboard kannst du wohl kaum schlafen. Ja, da hast du vollkommen recht. Dieses Bett ist so weich. Und diese herrliche Rutsche. Die Küche ist der Wahnsinn. Dieser Karawan hat wirklich alles. Schlafzimmer, Rutsche, Jacuzzi, Küche. Wie ein Haus auf Rädern. Wow, ich würde hier so gern leben. Ein Sturm? Sieht so aus. Koali, was für ein mega cooler Karawan. Danke, Bonnie. Oh nein, ein Sturm zieht auf. Was ist los? Lucy ist noch nicht zurück. Sie hat bestimmt Angst bekommen und sich verirrt. Wir werden sie finden.
Ich komme mit. Im Karawan sausen wir davon mit Hochgeschwindigkeit. Ob Straße oder Feld, unser Haus hat Räder. Im Karawan sausen wir davon mit Hochgeschwindigkeit. Zuallererst retten wir Lucy. Auf der Suche nach einer verlorenen Freundin. Man hilft immer und stets einer verlorenen Freundin. Lucy, wir kommen! Lulu, wir haben uns verlaufen. Wer will im Karawan mitfahren? Hey, ihr seid da, um uns zu retten. In Kaolis Karawan. Ich hatte solche Angst und wir haben uns Sorgen gemacht. Danke, dass ihr nach uns gesucht habt. Ihr seid wahre Freunde. Schnief. Magic Tears. Wow. Da sind Luftblasen. Dieser Karawan hat wirklich alles. Ja, ein Haus, ein Jacuzzi, ein Auto, alles in einem. Was für ein herrlicher Tag, oder Leute? Großartig, wunderbar. Und wie toll alles mit Blumen dekoriert ist, Lucy. Danke. Dürfen wir bei der Party dabei sein? Na klar, aber wie habt ihr uns gefunden? Das hat uns ein kleiner Käfer verraten. Lulu, warst du das? Puh, im Wald hat es so viel geregnet. Wie schön es jetzt warm und trocken zu haben. Ich teste mal den Jacuzzi. Yippie! Und schon wieder nass. In der Sonne trocknest du in 0, nichts, Lucy. Ganz genau, in 0, nichts.